So, liebe Leute, nach der Enttäuschung aus dem letzten, aus der letzten Folge geht heute weiter mit dem Spacker Hero in der Season 3. So, was haben wir denn heute Schönes? Haben wir Fort Falken? Ah, wir haben nur das eine Auto, okay. Silverstone fängt heute an. Zwei Rennen sind es heute übrigens. Es ist Renntag in Silverstone. Was kannst du dazu sagen, Kristen? Naja, ein Rennen bei Nässe kann man sich so vorstellen. Du kannst zwar schnell fahren, aber du brauchst mehr Platz, um Geschwindigkeit abzubauen. Kurven, die man sonst schnell nehmen kann, könnten zu einer Rutschpartie in die Wand führen. Danke, Kristen. Wir melden uns gleich zurück mit dem Start. Was wird das für ein Rennen werden? Hoffentlich etwas Erfolgreicheres. Wir starten wieder nur von ganz von hinten. Naja, schon. Lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Verschwinde, lass mich einfach nur in Ruhe. Ich hab keinen Bock mehr nach dem letzten Rennen so. Wie gesagt, das Rennen ist mir einfach quasi komplett von meinen eigenen Leuten zerstört worden. Ich bin Erster gewesen und der Rat gedrungen auf die Karre. So, jetzt sind wir vorbei an allen. Angreifen. Ich gebe es ja weiter. Ich würde mal sagen, Bescheid sagen, also mal angreifen, ne? Okay, angreifen bestätigt. Warum nicht? Nee, komm, ich hab Vorsicht, doch mal. Du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. Ich hab dich doch nicht mal berührt, aber das war okay, ich jetzt selber. Okay, lass jetzt deine Platzierung nach Runde 1. Lass uns etwas vorrücken. Wenn das jetzt schon wieder rennen wird, ey. Ach komm schon, Spiel. Ich dreh mich raus und krieg dann noch Zeitstrafe. Weißt du? Mal daneben und versuchen mal diese Gruppe hier einzukassieren. Das war okay. Das war einfach viel zu spät gebremst. Ja, das war's. Also das Rennen ist auch, das nächste Rennen ist auch wieder gelaufen. Es macht gerade echt keinen Spaß, Sinn aus der Tür zu einzugehen. Zieh zu, du Vollbarten. Nur noch eine Runde, um ins Rennen reinzukommen. Ach komm schon, ich hab doch gar nichts getan. Wenn man wird selber rausgedrückt, kriegt er noch Zeitstrafen rein, weil er schon einfach mit reindrücken will. Natürlich noch mal ein bisschen vor vorne zu setzen, vielleicht doch noch dieses Event hier mit nach Hause zu nehmen. Aber ich krieg bestimmt die Zeitstrafe und bin schon wieder raus. Elfter, oh Gott.
Hey, momentan ist echt gerade komplett alles gegen mich hier, ne? Auch das zweite Rennen geht quasi komplett versaut, wird quasi komplett versaut. Na gut, aber im Gegensatz zum ersten Mal haben wir jetzt noch ein zweites Rennen, was wir vielleicht noch rocken können irgendwie. Jetzt müssen wir es irgendwie nochmal versuchen, ein bisschen zu richten. Aber es ärgert mich halt, dass wir jetzt wieder durch die Zeitstrafen so viel eine Platzierung verloren haben. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war ein. Es ist gleich soweit. So, Platz 12 starten, ne? Und eigentlich sind wir jetzt schon wieder unter, ist komplett unter Druck, aber das Ding eigentlich gewinnen müssen. Ja. Hey, bleib lieber auf Abstand, das Geilste damit ist dann die Lage wieder beruhigt. Das Geilste ist, sobald irgendwie mal in die Nähe von den Fahrern kommen, hauen die, wenn ich eine leichte Berührung habe. Es gibt normal, das ist eine Kurve, normal eine leichte Berührung gibt. Verschwinde von mir. Ja. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Gehen wir zumindest mal schon Runde 2 vor. Wir wissen, wie gesagt, gewonnen. Alles andere bringt heute gar nichts. Ich habe Anweisungen gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Also virtuell hätten wir sie ja gewonnen, beide Rennen, sagen wir mal so. Aber durch die blöden Zeitstrafen. Und das erste Rennen wusste ich, kann ich nicht dafür, beim zweiten Rennen. Na gut, auch eigentlich haben wir weitere Rennen dafür. Im ersten Rennen muss ich dann diese Dreiergruppe holen, deswegen bin ich ein bisschen abgekürzt. Im zweiten Rennen bin ich eigentlich mehr oder weniger rausgerutscht. Naja, egal. Und dann kann man es so nehmen. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Jetzt bitte nicht irgendwie nochmal, dass das Spiel sagt, ne, Igor, das wird auch kein Ring. Dritten Anlauf gewinnen wir dann auch das echte Rennen. Mal gucken, ob das Final reicht. Es reicht leider nur für Platz 3 am Ende. Ja, weil beim ersten Rennen da Punkte los gewesen sind oder geblieben sind. Ich glaube, wir müssen eigentlich Platz 3 sein. Ja, leider ja. Sie lassen momentan
uns nichts holen. Ob wir das jetzt in der nächsten Woche starten mit der Minimilia, mit zwei Rennen in Barcelona und San Francisco, das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Nee, bis dann, tschüss.